Ja, hallo und willkommen zurück beim Nachtmastraum mit Agonie. Wir sind hinten durch dieses Portal durch mit den drei Schädeln, haben die ersten Märtyrer hinter uns gelassen und jetzt geht's weiter. Mal gucken, was uns hier Ekliges erwartet. Ein paar Herzinfarkte habe ich auch schon hinter mir. Warum ist das Licht auf einmal leiser, dunkler geworden? Muss man nicht nachvollziehen, oder? We're here. Guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Scheinbar geht's da nicht weiter. Schon wieder eine Tür, die verschlossen ist. Die gibt's hier überall, ne? We have to find a way out. What else can be done to change it? Otherwise, before her arrival, everything was different. To find a way out. What else can there be done to change it? There must be some way out. I saw children burnt alive. They slowly melted like candles. It is thanks to her that we are alive. Thanks to her, we inhale the thick infusion of sulfur and blood. She is the energy that connects everything. It is she who gave us life, death, and suffering. It is she who visits our nightmares, and it is she who brings them on. Wow, hier steppt ganz schön der Bär. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich versteckt. Da kann man sich verstecken. What the fuck? Oh oh. Scheiße. Ach, so funktioniert das. Ich probier's natürlich noch mal. Before we arrive, we need to inhale the thick infusion of sulfur and blood.
Also man muss denen die Mützen abziehen, sonst brauchen wir es gar nicht zu probieren, die zu übernehmen. Das sind so eine Art Mini-Checkpoints. Schon wieder ein Speicherfehler. Das Spiel ständig. Spiel ist halber am Abkacken nebenbei. Constantly among trees. Under my feet I have someone's bones. I trip over a skull, but it's not falling. Constantly among the trees. Ich will gar nicht wissen, was ich bis jetzt schon alles übersehen habe in dem Spiel, aber. Ja, ich gehe ja zu der Tür. Madelas Siegel der unschuldigen Sünder. Das wird's nicht sein. Der unschuldigen Sünder. Wird wohl irgendeins von diesen hier sein, aber. Ich nehme mal das. Vielleicht ergibt es ja einen Sinn. Ja, nicht. Aber ich probier's. Das ganze Kotz hier. Wo zur Hölle? Achso, ich hab nur die Wand kaputt gemacht. Ich hab das Richtige gewählt. Was auch immer hier speist, ist entweder verdammt. Groß oder Warum kann ich da nicht hoch?
wegen den Mücken. Oh ne, jetzt schon wieder so eine Muschi. Ich muss warten, bis die vorbei ist oder rumtritt, ne? Na super. Da stecken wir uns mal schön. Jetzt muss ich hier sitzen und warten, bis die Otze weg ist. Da ist sie. Geh weg. Kommst du schon wieder? Jetzt hat sie mich auch. Das macht so gar keinen Spaß, wenn die so schnell hin und her läuft. Dreht sie jetzt schon wieder direkt um? Sicher dreht sie direkt wieder um. Das ist doch scheiße. Wie? Wie soll ich an der vorbeikommen, wenn sie immer wieder rumdreht? Einfach zu schnell. Thanks to her, we breathe the air that burns up our lungs. Thanks to her, we are still alive. The goddess of Pollux, mother of Babylon, holy spot of the divine spark, my dear. Wo ist er dann jetzt? Jetzt geh ich nicht so lang, ne? Jetzt geh ich mir auf den Sack. Ich sehe sie gerade nicht. Versteck dich! Das hat sie mir schon wieder, weil ich mich nicht verstecken kann. Oh. Aua!
Sie läuft immer exakt den Weg ab, in dem ich bin. Jetzt schon wieder, ne? Man hat da gar keine Chance, an der vorbeizukommen. Da ist die Bitch schon wieder. Ich eben umgangen habe irgendwie. It is thanks to her that we are alive. Thanks to her we inhale the thick infusion of sulfur and blood. She is the energy. Ich müsste warten, bis sie wirklich nochmal hinten in die Kamera reingeht, dann könnte ich dann vorbeilaufen. Das macht sie jetzt nicht mehr. Was tue ich hier? Ah, da kann man hochklettern. Du hast echt Amok. Was zur Hölle ist das? Such disappointment. Ja, was für eine Enttäuschung. Ich muss ja komplett von vorne anfangen. Das ist echt Amok, dass da. Also, den Weg da zu finden. Laufen überall diese Märtyrer rum. Ja, und schon wieder ein Speicherfehler. Ist ja klar. Ich hab's kapiert. Macht einen echt ein bisschen Kira im Kopf, das Ganze. Ist nicht ohne. Erstmal wieder orientieren. Ach ja, hier. Stimmt, so weit war ich ja gar nicht. Das ist so verwirrend. Ich bin vorhin falsch geklettert. Kann das sein, dass ich nochmal zurückgeklettert bin? Weil ich voll die Orientierung verloren habe.
Komm her, Fotze. Leck mich da am Arsch. Bist du ein Miststück, weißt du das? Da läuft noch so einer rum, ne? Kriegst du einen Anfall. Hier hängen viele Gemälde rum. Das heißt viele. Hinten ist noch eins. Also die Kacke mit den Märtyrern hier, das nervt richtig. Da muss man sich echt gewöhnen. Die sind einfach überall ein Zeichen. Na gut, dass ich noch hier war. Vielleicht kann man es noch gebrauchen. Irgendwie weitergekommen. Aber es ist eigentlich nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen mehr beeilt als ich und nicht so viele Umwege läuft. Okay. Wird immer direkt zum Start zurückgeschickt. Ne, der Dom macht nichts mehr. Bei dem ist Feierabend. Vorne rennt schon wieder so eine blöde Kuh rum. Komm, quetsch dich durch. Ganzen Hände hier überall. Was soll denn das überhaupt darstellen? Also warum? Ich fürchte, ich bin falsch. Ich bin hinter Händen gefangen. Left of me. Why doesn't she even look at me?
I'm writhing, deformed, broken. That's all that's left of me. Why doesn't she even look at me? Ich versuche ja, mich durchzukommen. Keine Ahnung wie. Was schlägt mich hier? Was sind Bienen? Puh. Checkpoint. Gut, an der Stelle eine Pause. Das Spiel ist echt anstrengend zu spielen, aber macht eine Menge Gaudi. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.